Ein Frachter driftet unkontrolliert in Richtung der französischen Atlantikküste. Am Freitag versuchten Rettungsmannschaften an Bord des havarierten Schiffes zu kommen. Die Modern Express befand sich auf dem Weg von Zentralafrika zum Hafen von Le Havre in Nordfrankreich. Das Schiff ist mit 3600 Tonnen Holz beladen. Zu Beginn dieser Woche bei rauer See neigte sich das Schiff stark zu einer Seite. Der Crew ist es nicht gelungen, es wieder aufzurichten. Daraufhin wurde die Besatzung mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Wegen der extremen Neigung des Schiffes von rund 50 Grad sowie der schwierigen Bedingungen auf See ist es den Rettungskräften bisher nicht gelungen, an Bord zu kommen. Dabei nähert es sich immer weiter der Küste. Nach Behördenangaben befand sich das Schiff am Freitagmorgen weniger als 300 Kilometer von der westlichen Hafenstadt La Rochelle entfernt. Es bestehe aber keine unmittelbare Gefahr für die Küstenregion. Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass Kraftstoff ausgetreten sei. Die französische Marine sei mit einem Umweltschutzschiff vor Ort. Französischen Medienberichten zufolge könnte eine Verschiebung der Holzstämme auf dem Schiff der Grund für die Schieflage sein.